sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der österreich-britischen Gesellschaft. Wir sind beinahe am Ende des zweiten Jahres Corona-Pandemie. Daher war auch 2021 ein besonderes Jahr und auch kein einfaches Jahr. Zuerst zu Beginn, genau genommen seit letzten November, Lockdown im Handel und vor allem in der Gastronomie und natürlich auch bei Veranstaltungen. Daher konnten wir erst Ende Mai wieder beginnen mit unseren Veranstaltungen. Gott sei Dank haben wir lange vorgeplant, sodass wir dann pünktlich beginnen konnten und auch mit Volldampf unser Programm durchgezogen haben. Zu dem Zeitpunkt gab es auch ein paar kritische Meinungen im Vorstand, die gemeint haben, man möge doch im Sommer eher Pause machen ein paar Wochen, weil ja Urlaubszeit und ohnehin keiner da ist. Ich habe mich aber da nicht überzeugen lassen und habe mich dann eher durchgesetzt und auch im Sommer wurde unser Programm genauso durchgezogen wie bis zuletzt. Im Endeffekt haben wir in knapp 6 Monaten, genau bis zum 22. November, wo wir den neuerlichen, den 4. Lockdown willkommen heißen müssen, haben wir genau 25 Veranstaltungen durchgeführt. In 6 Monaten, nach Adam Riese, sind das genau 4 im Schnitt. Und darauf sind wir durchaus sehr stolz und ich sehe das auch als gewisse Erfolgsbilanz. Übrigens, für die Statistiker, seit Beginn der Aktivitäten der AWS neu, im September 2010 bis heute, nach ungefähr 11 Jahren, haben wir genau 330 Veranstaltungen durchgeführt. Eigene Veranstaltungen wohlgemerkt. Stichwort Erfolgsbilanz, da fällt mir ein zweites Thema ein, das ich nennen möchte, und das sind die sozialen Medien. Wie Ihnen hoffentlich aufgefallen ist, oder einigen zumindest, sind wir seit November letzten Jahres, seit Beginn des 3. Lockdowns, sehr aktiv bei den sozialen Medien, insbesondere was Facebook und Instagram betrifft. Soweit ich das sehe, und ich sehe es mir mehrmals täglich an, haben wir seit damals täglich zumindest ein Posting, häufig sogar 2 bis 3. Das gilt für Facebook und für Instagram. Wir sind sehr aktiv mit Blogs von unseren Vorstandsmitgliedern und auch einigen Mitgliedern von uns. Etwa 1 Blog pro Woche, auch das klingt schon beeindruckend. Daneben haben wir natürlich noch unsere Policy Papers, die wir regelmäßig ausgeben und wir haben eine neue Homepage seit einigen Monaten, die noch viel angenehmer und benutzerfreundlicher ist und auch das mit vielen, vielen Informationen, die mehr oder minder auch 2 bis 3 Mal in der Woche weitergegeben werden. Also wir sind sehr aktiv auf den sozialen Medien, ich kann jeden einladen, sich das anzusehen, so ganz klar nach dem Motto von Karl Farkas, schauen Sie sich das an. Ja, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Dank. Dank an erstens vor allem meine engagierten und sehr aktiven 14 Vorstandsmitglieder, die mich unterstützen, sehr stark unterstützen und nur damit können wir unser Programm auch durchziehen in diesem Umfang und in dieser Qualität, wie wir es eben tun. Dafür recht, recht herzlichen Dank. Ich weiß, da hängt viel Zeit, viel Herzblut, viel Energie und zum Teil auch Geld dahinter. Ich möchte mich weiters bedanken, insbesondere bei unseren Firmenmitgliedern, an die 40 immer noch, die fleißig ihre erhöhten Mitgliedsbeiträge einzahlen, darüber hinaus aber auch, wie auch bekannt, viele unserer Veranstaltungen sponsern, mitfinanzieren oder sogar voll finanzieren. Vielen Dank an die vielen treuen Firmenmitglieder. Und zu guter Letzt danke ich Ihnen allen für Ihre Mitgliedschaft. Immerhin mehr als 400 Mitglieder sind wir immer noch, trotzdem wir in Corona einige verloren haben. Und ich danke Ihnen insbesondere, dass Sie häufig bei unseren Veranstaltungen erscheinen, sich dort offensichtlich auch wohlfühlen und darüber hinaus auch alle zahlen, weil sonst wären Sie keine Mitglieder mehr. Da sind wir relativ gnadenlos. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein besonders schönes und frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf ein baldiges Wiedersehen im neuen Jahr, sobald wir wieder mit Volldampf loslegen dürfen. Alles Gute und vielen Dank.